Ich glaube jetzt, dass die Falcon Moon jetzt auf dem Jäger ist. Mal gucken, was funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Ja. was haust du denn jetzt auf einmal ab? Was machst du denn? Chris. Ich geh wieder rein. Ich geh doch jetzt wieder rein. Ich warte, bis die Leute kommen. Was willst du? Dann muss da sich einer wieder unnötig umbringen. Oh, Alter. Du bist ein Andrei. Achso, ich geh doch rein. Oh. Was meinst du, warum da regt sich jemand auf. Da steht noch hier ganz fett unten links Gläser, eine Kammer, Level 30. Und der haut einfach aus dem Einsatztrupp aus. Ab. Ach ja, jetzt merkt ihr mal, mit was ich mich da jeden Tag da rumschlagen muss. Also jeden Tag ist auch übertrieben, ja? Mach's mir mal einfach. Genau. Also wir laufen jetzt alle Diegel hinterher, oder? Sehe ich das richtig? Genau. Also nur wirklich Diegel hinterher laufen. Nur wenn er sich bewegt, laufen wir. Nicht sprinten, auf. Nicht springen. Genau, wo du das gesagt hast, kam ich gerade aus dem Sprint und bin gesprungen. Mit bittere Ironie. Nein! Gar nicht gesehen! Was? Mein Fehler! Nein! Niemals! Da hat er mich echt im letzten Moment noch gesehen. Ja, die ist eben, was du nicht siehst. Das ist nicht mal eine Moor-Karte, wenn man so ein Ding tötet. So ein ja, krieg man. Ja. Mir fehlt nur noch makelloser Raid. Ja, das fehlt mir auch noch. Ich hab's noch nie versucht, um ehrlich zu sein. Da kann ich euch auch was erzählen. Ich hab's mit ein paar random Teams auf Facebook immer wieder probiert, aber. Ich habe es heute getestet mit einem Kollegen. Und wir haben es wirklich bis zu den Hexen geschafft. Und dann haben wir die Hexe auch getötet, alles super. Dann wollte die nicht mit ihrer Liturgie aufhören, obwohl sie tot war. Oh. Das ist natürlich auch scheiße. Sie war gestorben. Ja. Nein. Dann durch einen schönen Bug ist er dann fehlgeschlagen. Ja. Oh, ich hatte diese Kopfhörer, ne? Ja. Wieder rausgeflogen. Also ich geh jetzt hier so rüber, weil sonst. Versau ich euch. Nein, mal. Nein! Ich glaube, das ist der Einzige, der sich hier nicht unsichtbar macht. Oh, mal, Moment, ich hab's gar nicht drin. Ja, oh, hör jetzt auf, Mann! Hör auf, Mann! Okay. Also wiederum. Also irgendwie, wieso kommt das Ding zurück? Ihr sollt da drin kein. Ihr rennt da rum und dann bleibt er stehen. Nicht ich springen, nicht springen, sonst dreht er sich um. Nicht runtergleiten. Einen Sprung darfst du machen, oder darfst du keinen Doppelsprung machen? Ja, aber das Gleiten ist ja der doppelte Sprung beim Warlock. Von daher nein, hört er das. Nein, 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 das ist nicht wahr. Wenn du runterspringst, wenn wir nur. Hab ich schon gemacht, der hat sich dann umgedreht. Ich hab das schon gemacht. Der hat sich umgedreht und wir wurden entdeckt. Dann hast du Pech gehabt. der dreht sich dann um, der hört das. Das Gleiten ist ja der doppelte Sprung. Wenn du runterläufst, ja, aber wenn du runterfällst, quasi in der Luft einmal X drückst, dann hast du mal einmal X gedrückt, weißt du? Ja, trotzdem wird das als doppelter Sprung erkannt. War bei mir damals so. Ich habe meinen Dreifachsprung nicht drin, ich bin ein Held. Ich auch. Ich werde es mal, ich werde es elegant machen. Ich weiß schon, was ich mache. Auf. Ja, ich könnte euch auch wiederbeleben. Ich brauche immer nur ein bisschen Superenergie. Dann mache ich es auf die coole Art und Weise. Dazu sollte ich dann auch noch den entsprechenden Helm bitte anziehen. Einmal, genau. Klingentanz oder wie? Genau. Das hab ich jetzt auch noch nie gesehen. Rüberspringen für Anfänger. Benutzt den Klingentänzer. Geht doch. Boah, ist korrekt.
Also ich finde, eine coole Sache werde ich euch dann aber noch zeigen. Beziehungsweise ich frage euch gleich mal direkt, vielleicht kennt ihr das schon. Wusstet ihr, dass diese kleinen Lichter, die da unten sind, die da rumfliegen, Geister sind? Da seht ihr doch so kleine Lichter, wenn ihr Richtung Tür geht bei dem gläsernen Thron. Also so weiche Lichter, die da so ein bisschen rumschweben und sich ein bisschen bewegen. Die müsst ihr mal, anstatt zur Tür zu gucken, zum Portal, müsst ihr mal von links nach rechts gucken oder von rechts nach links, da seht ihr, dass das Geistsymbole sind. Hä? Warte, wo jetzt nochmal genau? Ja, fuck, so geil. Hä? Pegel, wo nochmal? Ich zeig's euch gleich. Komm schon, tanzen. Tanzen beschleunigt hier die Aufladung von Super. Aber das alternative Sprungpuzzle kennt ihr ja, ne? Nö. Nö? Kennt ihr nicht? Jetzt bin ich immer überlegen, ob ich euch das zeigen soll, oder... kennt ihr nicht das alternative Sprungpuzzle? Ja, kennst du nicht... Chris, du kennst auch nicht das alternative Sprungpuzzle? Als der erste nichts gesehen hab. Oh Mann. Oh Mann, also, wenn ihr von da oben... Ja, ich hab die Super jetzt voll, aber... Ich geh mal jetzt... Ich hoffe, ihr könnt mich von dort sehen. Wartet, guckt mal hoch. Guck mal, wo das herkommt. So, und wenn ihr hier seid, guck mal, unter mir sind gerade Blöcke gespawnt. Das ist ein alternativer Weg. Okay. Lol. Jo. Na, so, jetzt komm jetzt. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja voll cool. Cool. Wow. Alter, ich verfehle viel zu schnell. Es hat auf einmal nicht aufgehört zu fallen. Der fällt, ich schlag und er schlägt durch die... Nein! Das sah sehr interessant aus, dass man so nebenbei erwähnen darf. wirklich sehr interessant. Ja. Ich dachte mir so, jetzt machst du es ja voll, du scheiß Pause, aber okay, jetzt muss man sagen, hier Community an. Like a Boss. Und dann gewinnt er so viel Fahrt quasi durch das Fall. Wie ein Stein. Wie so ein Stein. Ich schlage die ganze Zeit wie blöde und ich so, Alter, ich bewege mich ja kein Stück. Was soll das denn bitte? Oh Mann. So, das ist mir ein bisschen zu kurz. Zwei Jahre. Ja, ich werde jetzt hier einfach den alternativen Weg nehmen. Na klar. So. Sollte ich. Uah. Okay, das war jetzt knapp. So, okay, das ist der alternative Weg. So, wenn ihr jetzt hier vorne seid, seht ihr ja diese komischen kleinen weißen Lichter. Und die müsst ihr halt nicht von hier angucken, sondern ihr müsst die von links nach rechts angucken. Ich sehe schon von hier. Dann seht ihr Geistsymbole. Upp, wo ist es hin? Ah. Da ist eins, das sind Geistsymbole. Jo, Tatsache. Wo? Hä? Wo? Was? Ah, ja. Okay. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, back. Dann merkt man, dass angeblich wären das die Geister, die ihre verlorenen Hüterseelen hier noch suchen in der Gläsernkammer. Ja. Also wenn man sich das mal so überlegt, dann merkt man wirklich, dass Bungie sich mit dem Raid hier viel, viel, viel mehr Mühe gegeben hat, als hat Crow das Ende. Na, das ist ja schon so. Also Chris, wenn du schon sagst, als Prätorianer, dann bleibst du nicht beim Prätorianer stehen. Ja, ich war so als schon mit dem Sprung in der Wasserschutzliste. Ja, aber du hast mehrfach gesagt, Prätorianer. Ich meine ja nicht. Ja, aber es nützt ja nicht, wenn der Prätorianer auf einmal hinter mir steht. Der steht nicht einfach so auf einmal hinter dir. Der steht dann hinter dir, wenn du dich nicht von dem wegbewegst.
Wenn er dich sieht. Ich war ja gerade im Feuergefecht, wenn man das so nennen kann. Nein. Und dann habe ich gesehen, aha, Prätorianer. Und dann dachte ich, oh scheiße, und dann war ich tot. Nein, du hast dreimal Prätorianer gesagt, glaube ich. Ja, Prätorianer. Und in der Zeit wäre ich schon 30 Meter weg von dem Mann. Oh, wird das mal schon anfangen? Lande bei Nuss vor allem. Ich dachte, bei dreimal Prätorianer schießen. Achso. Neue Countdown. Prätorianer. Das ist das Zauberwort. Auf Preto geht's los. Auf den Preto fertig los. Oh nein, jetzt wird's einfach schlechter, immer versuchen, irgendwelche Boxspiele hinzubringen. Oh, dann hau doch nicht ab, du kleines. Großes. Preto hinter mir. Okay, ich geh raus. Sterbe ich damit gleich. Okay, ich hab das Relikt. Dass die scheiß Minotauren auch keinen kritischen Trefferpunkt haben können, ey. Ja. Nicht im Bauch? Nee, da gibt's nur so einen Boss, der hat das, aber... Oder ein paar Bosse. Prätorianer, der mich anschießt. Oh Gott, das snipt mich was an. Ja. Durch den Sniper. Okay, der ist weg. Der ist schon. Na, einer muss in die Mitte, bitte, ne? Der dann auch. Ich bin in der Mitte, alles okay. Gut. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich bin auch hier noch, also. Achtung, oder, ach, nee, da hinten. Ich komm raus. Weiß ja nicht, brauchst du Mitte noch Hilfe, oder? Nee. Nö, das sieht gut aus. Draußen, alle in die Mitte. Okay, für jeden Tor, ich gehe mal auf die andere Seite zum Tor. Bitte einer mit irgendwas wie einer MG oder so. Ich habe nur Raketenwerfer gerade. Oh mein Gott. Ein Raketenwerfer. Nein, gut. Schlecht. Ich bleib mittig stehen, wenn ihr bleibt da steht. Oh. Geht die super instant? Die hat doch früher nicht instant gekillt. Oder hat jemand geholfen gerade bei mir? Hä? Jetzt hab ich geholfen. Tsching. Ja, mein R2-Angriff macht dafür fast gar keinen Schaden. Ja doch, der macht das Schild weg. Hey, da hat den einer durchs Portal geschickt und der spawnt gleich wieder in der Mitte. Der spawnt dann in der Mitte, ne? Ja, hab ich gemerkt. Heserache! Die und Bruchstücke. Oh, der Raid habe ich heute schon echt belohnt. Na, kannst du wenigstens den Glimmer umtauschen, ja. Ich habe, was ich mir heute gedacht habe beim Dämmerung Strike, wieso kriege ich ständig eigentlich die hartes Licht und die Falkenmond? Die könnten mir doch wenigstens mal Universalgerät geben. Die habe ich erst einmal bekommen. Hätte ich das bloß nicht gesagt. Oder nee, gedacht habe ich mir das. Da ist jetzt die Strafe. Jetzt kriegst du die alle hauen und dann ist alles gut. Im Leben nicht. Boah, ich krieg Gewächs. Traum, wenn ich das irgendwie... Ich krieg Gewächs und den Helm. Muss ich einer nochmal mit rüber? Zu Kevin? Warum denn? Okay, wir werden noch teleportiert. Okay, ich hab das gelegt. Wo seid ihr? Mars. Mars, ne? Aber an sich ist es ja egal. Es sollte sich immer einer nach links stellen, einer nach rechts. Zur Treppe zusammenbleiben. Okay. Einer nach links, einer nach rechts, einer in die Mitte und dann ist es eigentlich ziemlich egal, was da ist. Ich muss nachladen. Ja, wo ist erst haltet die Reihenfolge ein, ne, Jungs? Ja. Links zuerst. Okay, das war jetzt sehr knapp. Das war jetzt ultra knapp. Boah, da steht der okay. Der steht scheiße. So.
Theoretisch könnte ich hier einfach hochspringen, wenn ich schwerer abfalle. Traust du dir das wirklich zu? Oh. Warte mal, raus! Oh Mann. Alter! Genial! Oh Gott, oh Gott! Maus. Es war doch mit Ansage. Alter! Traust du dir das wirklich? Güter gefallen. Na, er hat's doch nicht mehr ausgesprochen. Da oben, ja. Auf welcher Seite seid ihr? Mars. Mars ist rechts, ne? Hier, wo ich bin. Warte, ich mach die letzten mit meiner Super. Okay, ich geh raus. Was? Ich hab den falschen Helm an. Scheiße, ich hab den Helm nicht gewechselt. Ich sehe auch nichts mehr. Raus, ne? Ja. Jo. Geht mal hin, ihr verwirrt mich gerade. Ich versuche mal auf den Radar zu springen. Und ich hab's geschafft, bin ich gut. Ja, ich hätte vielleicht nochmal reinigen sollen, aber. Ja, ich dachte. Okay, 3 Sekunden raus. Okay, warte, einer von euch nimmt mal. Ich nehme mal, ja. Okay, ich brauche ja nicht die Superschüsse. Wo seid ihr? Ah, doch nicht die anschießen. Nach oben schieben. Ach, sorry. Gut, das war jetzt knapp. In der Reihenfolge. Ich bin down, also es liegt an. Ja, ich bin noch drüben. Da ist der Abfechten. Wieso eigentlich fischen? Dieser Account ist 5 Jahre alt. Ja. Nein, das war knapp. Oh, okay, jetzt müssen wir es aber hinkriegen, ne? Oh, der schießt ja schon, der Sack. Okay, ich bin auch erst bei 22 gelandet. Auf, killt ihn! In den Punkt in der Mitte! Ja, oh, so geht das. Nice. Ja, wow. Oh, den Sparrow. Oh, ich hab wieder Material und das Schiff bekommen. Bei mir ab? Ich hab den Sparrow Energie und Bruchstücke bekommen. Dieser Raid hat mich echt belohnt. Ich krieg halt 3 Exo-Tipps Dieser Raid hat mich noch nie belohnt.